Also ja, ganz klar. Also es war mit einer meiner schwersten Tourteilnahmen mental sowie auch körperlich. Umso schöner ist es, dass jetzt mit einer Auszeichnung auch belohnt wurde. Ich glaube, die Saison, aber auch das ganze Jahr und auch die rückliegenden 2 Jahre, die ja nicht ganz so einfach waren, gerade was die ganzen Pandemiebedingungen angeht. Wir haben versucht, das Beste daraus zu machen und haben jetzt im Endeffekt so ein bisschen die Lorbeeren auch geerntet dafür. Die Highlights sind ja heute eigentlich geehrt worden. Das brauche ich jetzt nicht wiederholen. Wir haben viele erfolgreiche Sportarten, müsste man lange aufzählen. Was ich dieses Jahr besonders fand, war schon die Geschichte um Elena Semeschin mit ihrer Krankheit, Chemotherapie. Und trotzdem war sie wieder in der Lage, Weltspitzenleistungen zu entwickeln. Also das ist ein besonderer Kampfgeist, den sie da gezeigt hat. Ich freue mich riesig, weil ich eben dieses Jahr nicht nur die Auszeichnung feiere, sondern auch einfach mein Leben. Das Jahr war einfach so aufregend mit so vielen Auf und Abs. Und heute waren auch meine Freunde dabei und es ist einfach ein toller Abend und ich freue mich. Und für mich selber bin ich die Gewinnerin. Wir haben einfach gezeigt, wir können Großveranstaltungen. Ne, wir haben die Finals, wir haben ISTAF, wir haben natürlich die Special Olympic nationalen Spiele hier gehabt. Es kommen natürlich viele Highlights, aber das Besondere ist natürlich für uns die Special Olympics World Games Berlin 2023. Ein Weltereignis mit einem ganz besonderen Fokus auf unsere Athletinnen und Athleten. Und daher kann ich natürlich nur diese Antwort geben. Wir fiebern auf den Startschuss der Weltspiele von Special Olympics hin. Ich freue mich natürlich auch auf die Leichtathletik-Ereignisse, die wir haben werden. Also wir haben ISTAF Indoor, wir haben den großen ISTAF in Anführungsstrichen. Auch das wird wieder fantastisch werden. Also insgesamt freue ich mich, dass Berlin wieder seine Gastfreundschaft im Sportbereich zeigen kann.